wir haben jetzt einen Vortrag, der das auch als Thema nochmal etwas weiterfasst, was wir üblicherweise hier so als regionale Industriekultur verstehen. Und die Referentin selber steht auch für die Internationalität eines Betrachtungswinkels. Marion Steiner hat in Frankreich lange gearbeitet und studiert. Sie gehört sozusagen zu den Pionieren und Gründerinnen des Zentrums Industriekultur hier in Berlin, war dann im Ruhrgebiet tätig und dort aber wiederum für internationale Beziehungen zuständig und ist seit knapp zwei Jahren tatsächlich im spanischsprachigen Bereich unterwegs, in dem sie früher auch viel unterwegs war. Sie ist Professorin an der Katholischen Universität in Valparaíso und von dort aus ist sie jetzt zugeschaltet. Die längste Strecke sozusagen, die das digitale Netzwerk heute für unsere Konferenz zu überwinden hat. Ich freue mich sehr über dieses Wiedersehen, Marion, und freue mich auch mindestens so sehr auf deinen Vortrag. Danke. Vielen Dank, lieber Josef, für deine, wie immer, so herzlichen Worte. Katharina, du hast meine Präsentation, ne? Da ist sie. Wunderbar. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich, hier heute von Valparaíso aus auf dem 8. Berliner Forum für Industrie, Kultur und Gesellschaft zu Ihnen und zu euch sprechen zu können. Vielen Dank nochmal für die Einladung, liebes BZI. Es ist ja vermutlich einer der recht wenigen Vorteile der Pandemie, in der wir gerade leben, dass es zu einer neuen Selbstverständlichkeit wird, dass man sich auch vom anderen Ende der Welt in Veranstaltungen und Diskussionen aktiv einbringen kann. Ich hoffe auch, dass uns diese planetarische Kommunikation nach der Pandemie erhalten bleibt. Nächste Folie, Katharina. Mein Vortrag heute hat 6 Punkte, will ich hier gar nicht nennen. Ich starte gleich mit dem ersten. Da will ich 3 Dinge sagen, um klarzumachen, von welchem konkreten Ort aus ich hier heute zu Ihnen in Berlin über die Industriekultur Berlins aus globaler Perspektive spreche. Diese Karte ist aus meiner Dissertationsschrift, die seit letztem Jahr als digitales Buch frei im Internet verfügbar ist und verortet auf der Weltkarte die Global Player der elektrischen Revolution gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Was die Technologie angeht, standen die beiden Berliner Firmen AEG und Siemens, beide in der angehenden Elektropolis verortet, in scharfer Konkurrenz und zugleich in engem Austausch mit den beiden US-amerikanischen Konzernen Westinghouse und General Electric, die in den USA in verschiedenen Städten angesiedelt waren. Für die damals gerade erst neu entstehende Industriebranche von Elektrotechnik und Elektrizitätswirtschaft waren Finanzierungsfragen von existenzieller Bedeutung, denn die technischen Anlagen und Systeme waren so großmaßstäblich, dass ihre Planung und der Bau vorab finanziert worden mussten, damit die Projekte überhaupt möglich wurden. Die Kapitalmärkte zu dieser Zeit, hier dargestellt das britische Pfund, dominierte das britische Imperium, dessen Hauptstadt London damals der wichtigste Finanzplatz der Welt war. Mehr dazu finden Sie in der DIS und auch in einem früheren Vortrag von mir beim BZI, der in dem schönen Metropole Berlin Buch des Technikmuseums mittlerweile ebenfalls veröffentlicht ist. Da habe ich darüber ausführlich gesprochen, sodass ich an dieser Stelle gar nicht mehr so viel mehr dazu sagen will. Nur noch eins, um auf den Punkt zu kommen. Enge Beziehungen bestanden eben nicht nur zwischen den Akteuren im globalen Norden, sondern auch mit vielen anderen Teilen der Welt. Und zum einen mussten die notwendigen Rohstoffe herangeschafft werden, zum Beispiel das leitfähige Material Kupfer, von dem bereits in dieser Zeit ein nicht unerheblicher Teil der auf dem Weltmarkt verfügbaren Menge aus Chile kam. Zum anderen wurde eine große Zahl von Städten weltweit sehr schnell zu wichtigen Kundinnen der Elektropolis Berlin, denn im Streben nach ihrer infrastrukturellen Modernisierung nach europäischem Vorbild schlossen die Stadträte aus aller Welt Verträge mit den Berliner Firmen ab, um die Elektrifizierung insbesondere ihrer Straßenbeleuchtung und Straßenbahnen voranzutreiben. Die Stadt, in der ich hier nun gerade sitze, das kleine rote Kreuz auf der Karte, ist also nur ein Beispiel für diese Prozesse, allerdings ein recht bedeutendes, denn Valparaíso war zu dieser Zeit, gegen Ende des 19. und bis zu einem verheerenden Erdbeben im Jahr 1906, eine sehr dynamische Welthafenstadt und der mit Abstand wichtigste Finanz- und Handelsplatz an der südamerikanischen Westküste. Und Südamerika galt damals in Europa als ökonomisch aufstrebender Kontinent und war ein sehr attraktiver Absatzmarkt.
Auf die Elektrifizierung von Valparaíso und auch der Hauptstadt von Santiago durch deutsche Akteure gehe ich in ein paar Minuten noch ein bisschen genauer ein. Zum Zweiten spreche ich hier und heute von einem Land aus, das derzeit einen historischen Umbruch seiner gesellschaftlichen Verhältnisse erlebt. Am 18. Oktober letzten Jahres begann hier eine soziale Bewegung, angestoßen von Schülerinnen und Studierenden, hinter der sehr schnell 80% der Bevölkerung standen. Und auch die globale Pandemie konnte diesen Prozess nicht aufhalten. 30 Jahre nach dem Ende der Militärdiktatur unter Pinochet ging die Bevölkerung gegen das mit der Pinochet-Verfassung von 1980 mit Gewalt implementierte neoliberale Gesellschaftssystem und die eklatante soziale Ungleichheit wochenlang millionenfach auf die Straße. Am 25. Oktober, jetzt kürzlich erst, fand dann endlich mit sechsmonatiger Verspätung wegen Corona und totaler Ausgangssperre ein Referendum statt, in dem sich dieselben fast 80% der Bevölkerung für eine neue Verfassung aussprachen. Diese wird nun innerhalb eines Jahres von einer verfassungsgebenden Versammlung erarbeitet werden, die im April nächstes Jahr zu 100% direkt vom Volk gewählt wird. Aus vielen anderen Ländern Lateinamerikas und der Welt wird mit großer Hoffnung auf diesen Prozess geblickt, der derzeit in Chile passiert. Auch aus Sicht vieler Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geht es hier um nichts weniger als um den Entwurf einer verfassungsrechtlichen Grundlage für eine gesellschaftliche Ordnung, die würdige Lebensverhältnisse für alle garantiert, für Frauen, für Studierende, für indigene Völker und auch für die Natur. In diesem Sinne könnte die neue chilenische Verfassung aus internationaler Sicht durchaus ein Paradebeispiel werden für eine gesellschaftliche Neuordnung, in der soziales Wohlergehen und Nachhaltigkeit für alle über dem wirtschaftlichen Erfolg einiger weniger steht. Schon Pinochets neoliberale Verfassung war ja eine Pioniertat, die weltweit Nachahmer fand. Chile hat also Erfahrung damit, nachhaltige und tiefgreifende Veränderungen anzustoßen. Und wir hoffen hier einfach, dass es auch in die andere Richtung funktioniert. Und drittens spreche ich hier in Corona-Zeiten natürlich wie die meisten von hier heute zu Hause. Das sage ich vor allem präventiv, um Sie vorzuwarnen, falls sich zwischenzeitlich mein vierbeiniger Mitbewohner Igor lautstark bemerkbar machen sollte. Ja, so ist es eben, wenn Arbeit und Privates dann auch räumlich wieder zusammenwachsen. Ich komme zum zweiten Punkt meines Vortrags. Katharina. Links im Bild sehen Sie einen Screenshot noch aus meiner Zeit als BZI-Koordinatorin, als wir gerade mit dem Projekt anfingen und unter anderem in der Konzeptphase der heute natürlich sehr viel professioneller gestalteten interaktive Karte der Berliner Industriekultur waren. Damals hatte ich mit intensivem Austausch mit Thorsten Dahme, den ich da gerade erst kennengelernt hatte, die drei Kategorien Themenrouten, Ortstypen und Netze vorgeschlagen, die, wie Sie rechts im Bild sehen, auch heute noch bestehen. Auch die einzelnen Themen der Routen und die unterschiedlichen Ortstypen sind im Wesentlichen erhalten geblieben, mit einigen Aktualisierungen natürlich. Und mit einer Ausnahme, die ich sehr schade finde und hier noch einmal ins Gedächtnis rufen möchte. Das ist der blaue Kringel links. Das war mir ein besonderes Anliegen dieser Themenroute. Das kann man jetzt schlecht lesen, aber sie heißt Made in Germany. Über die dachte ich damals, dass wir damit auch die gerade schon kurz angedeuteten immensen globalen Verflechtungen der Elektropolis deutlich machen könnten. So könnte perspektivisch auch dasjenige Erbe Berlins dargestellt werden, das sich außerhalb von Deutschland befindet oder eben sogar in Übersee, wie zum Beispiel hier in Valparaíso. Mittlerweile ist diese Themenroute aus dem Angebot des BZI leider verschwunden. Dennoch, und diese Kritik unter Freunden sei mir gestattet, halte ich es nach wie vor für unabdingbar, dass diese Außenbezüge mit in die Darstellung einbezogen werden. Denn ich glaube nach wie vor nicht, worüber ich schon so oft mit Josef Hoppe gestritten habe, dass Berlin nur aus sich selbst heraus erklärt werden kann. Ich finde, das wäre außerdem auch recht selbstbezüglich und ein bisschen anmaßend. Und mit Blick auf die Karte hier rechts am Bild will ich dann auch noch einen zweiten Punkt ansprechen, der mir aufgefallen ist, dass ich hier für die Vorbereitung des Vortrags die Karte mal wieder genauer angeguckt habe. Die globale Perspektive auf die Berliner Industriekultur wird in dieser Karte nämlich zusätzlich auch noch dadurch eingeschränkt, dass es nicht mehr möglich ist, sich von Berlin aus in die Welt rauszuzoomen. Der größte Kartenausschnitt, den die derzeitigen Einstellungen erlauben, das ist der rechte der beiden Kringel in Blau, schließt gerade mal noch Brandenburg ein. Nichts gegen Brandenburg, das ist natürlich mehr als richtig, dass Brandenburg hier prominent mit auftaucht, denn als unmittelbares Rohstofflager der Elektropolis Berlin
Ich muss dabei auch immer an dieses schöne Buch, der Stoff, aus dem Berlin gebaut ist, des Kreuzberg-Museums denken, kommen auch in Brandenburg wichtige Bezüge zum Ausdruck. Nur gilt dies eben auch in einem noch sehr viel globaleren Maßstab. Das Kupfer aus Chile habe ich schon erwähnt und nicht unerwähnt möchte ich auch das Wolfram für die Glühbirnenproduktion lassen, das unter anderem aus Nordspanien kam, zumal Asturien heute mit dem Incuna-Netzwerk einer der ganz wichtigen Knotenpunkte der weltweiten Industriekultur-Community ist und ein wichtiges Scharnier zwischen Europa und der spanischsprachigen Welt. Als Geografin halte ich es für eine große technische Errungenschaft interaktiver Karten im Internet, wie OpenStreetMap in diesem Fall, dass wir endlich die Welt als ein Ganzes zeigen können. Und ich finde, diese Möglichkeit sollten wir nutzen, wo es immer nur geht. Ein bisschen muss ich mich allerdings bei dieser Kritik auch an die eigene Nase fassen, denn ich hinke der chilenischen Revolution und Corona geschuldet mit der Fertigstellung von Produkten hinterher, die wir mit dem BZI bereits letztes Jahr verabredet haben, dass wir sie in das Internetangebot des BZI integrieren. Damit komme ich zu meinem Punkt 3. Nächste Folie bitte. Ausgehend von den Forschungen für meine Dissertation über die chilenische Steckdose, kleine Weltgeschichte der deutschen Elektrifizierung von Valparaíso und Santiago 1880 bis 1920, habe ich in meinem ersten Jahr als Professorin hier an der Uni mit den Studierenden meines Studium Generale Kurses über die Industriekultur von Valparaíso aus globaler Perspektive ein Set neuer Blätter für die Faltmappe des BZÜ über das Berliner elektrische Erbe in Valparaíso erarbeitet. Das waren 20 sehr motivierte Studis aus ganz unterschiedlichen Fachrichtungen. Und hier ist das Plakat zu sehen, das einer von ihnen gestaltet hat und mit dem wir zur öffentlichen Abschlussausstellung des Kurses eingeladen haben. Auf der nächsten Folie habe ich Ihnen ein paar Fotos von dem Event zusammengestellt, zu dem auch Vertreterinnen und Vertreter der Stadtpolitik, des Städtischen Denkmalamtes, der International Office unserer Uni und lokaler Initiativen kamen, die sich für das industrielle Erbe hier in der Region Valparaíso engagieren. Der Konzeption der Berliner Faltmappe folgend, porträtieren unsere Blätter Orte ganz unterschiedlichen Typs. Einen kleinen Vorgeschmack möchte ich Ihnen hier gerne schon mal schnell geben. Hier zunächst das Regionalsheet, das einen Überblick über das technische Gesamtsystem gibt, sowie weitere Aspekte, die wichtige wirtschaftliche, stadtinfrastrukturelle und gesellschaftliche Zusammenhänge beleuchten. Auch die Akteurskonstellation aus Deutsche Bank, AEG und Siemens wird hier kurz beschrieben. Die Ortsblätter dann in Rot gehalten, wie Sie das ja vermutlich kennen, porträtieren zunächst die technischen Anlagen der Stromgewinnung, also hier das Kohlekraftwerk Aldunate in der Innenstadt, das bereits 1900 in Betrieb ging und dann von den Berliner Akteuren übernommen und erweitert wurde. So dann das Wasserkraftwerk El Sauce im Hinterland, das im Mai 1906 von der drei Jahre zuvor in Berlin gegründeten elektrischen Straßenbahn Valparaíso AG in Betrieb gesetzt wurde. Und der Stausee La Luz, den die Berliner Gesellschaft baute, um das Kraftwerk mit Wasser zu versorgen. Kleine Anmerkung am Rande, La Luz heißt übrigens das Licht. Und um zudem die eingangs schon angesprochene fundamentale Bedeutung des Finanzsektors deutlich zu machen, haben wir auch die Niederlassung der Deutschen Überseeischen Bank hier in Valparaíso mit in die Serie aufgenommen. Und dabei ist besonders schön, dass dieses Gebäude der Tochtergesellschaft der Deutschen Bank, die Ende des 19. Jahrhunderts dezidiert für die Eroberung der südamerikanischen Märkte gegründet wurde und nach Buenos Aires ihre zweite Niederlassung in Valparaíso eröffnete, bis heute in recht gutem Zustand existiert und zudem öffentlich total bekannt ist, weil es nämlich das Einwohnermelde- und Standesamt von Valparaíso ist. In diesem Blatt erklären wir, dass die Deutsche Bank, wie auch Siemens und die AEG, an der Elektrifizierung der damals wichtigsten Hafenstadt an der Westküste Südamerikas federführend beteiligt waren. Des Weiteren beleuchten wir dann das elektrisch betriebene Straßenbahnsystem, das am Weihnachten 1904 hier in Betrieb ging. Nächste Folie. Und zudem auch einer der typischen Stadtaufzüge von Valparaíso gehört, die heute zu den großen touristischen Attraktionen der Stadt zählen, die im Übrigen seit 2003 UNESCO-Weltkulturerbe ist. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Dieser Aufzug im Speziellen namens Ascensor Vadón, benannt nach dem gleichnamigen Hügel, wurde von der elektrischen Straßenbahngesellschaft Valparaíso AG und der Deutschen Überseeischen Elektrizitätsgesellschaft gebaut. Beides Joint Ventures von Deutscher Bank und AEG.
Darüber hinaus haben wir mit dem Kohlekraftwerk Laguna Verde der 1930er Jahre auch die Zeit nach der deutschen Dominanz des Stromsektors in der Stadt in den Blick genommen, sowie die Rolle lokaler Initiativen und Vereine, die sich hier vor Ort für die Erforschung, Vermittlung und den Erhalt des industriellen Erbes in Valparaíso engagieren und die als Partner in alle meine Projekte mit den Studierenden hier immer aktiv mit eingebunden sind. Mit dankenswerter Unterstützung des BCI haben wir diese Blätter mittlerweile ins Deutsche übersetzt und sind mit der Endfassung auf Spanisch und Deutsch so gut wie fertig. Es fehlen leider halt immer noch einige letzte, nicht ganz unwichtige sprachliche und gestalterische Kleinigkeiten. Und dann kann diese erste kleine Sammlung von Porträts des überseeischen Erbes der Elektropolis Berlin auf der BZI-Webseite online gehen. Ich hoffe, dass diese Orte und auch unsere Blätter dann auch in die interaktive Karte mit integriert werden können und dass es diese dann auch bald erlaubt, sich so von Berlin aus hinaus in die weite Welt zu zoomen. Parallel dazu bin ich übrigens seit einiger Zeit auch mit dem Goethe-Institut hier in Chile im Gespräch, das großes Interesse an einer gesellschaftskritischen Auseinandersetzung mit dem globalen Erbe der Elektropolis gezeigt hat und auch die Finanzierung für ein Ausstellungsprojekt mit Katalog und Diskussionsrunden zugesagt hat. Aber dann kam eben Corona. Ich bin jetzt weiterhin zuversichtlich, dass das klappt, habe aber vor lauter Online-Lehre und schreckliches Zeitproblem ist das alles noch ein bisschen verzögert. Nichtsdestotrotz ist es gut zu wissen, dass es potenzielle Partner für diese Aufgabe, unser global geteiltes Erbe von mehreren Seiten aus zu beleuchten, gibt. Sowohl als Beitrag zur globalen Bildung, gesellschaftlichen Aufklärung und Selbsthinterfragung scheint mir das wichtig, nicht zuletzt aber auch, weil, wie Sie auf dem nächsten Bild nochmal genauer sehen können, gerade das Herzstück des historischen Berliner Stromnetzes hier in Valparaíso dringend mehr Aufmerksamkeit braucht. Mit unseren Studis so oft wie möglich dorthin zu fahren, damit sie diese Orte und Geschichte kennenlernen, ist eine Sache. Aber es wäre natürlich auch hilfreich, wenn sich zusammen mit uns auch Berliner Akteure dieses Teils des Erbes der Elektropolis annehmen würden, der sich in Übersee befindet. Und das gilt auch nicht nur für Valparaíso in Südamerika. Zudem können wir als globale Gesellschaft aus diesen Geschichten viel lernen, denn sie erlauben einen anderen Blick auf das jeweils vermeintlich eigene, jedenfalls räumlich unmittelbar nahegelegene, und sie erlauben es uns auch, uns als Gesellschaften selbstkritisch zu hinterfragen. Das industrielle Erbe ist ja beileibe keine reine Erfolgsgeschichte, auch wenn dies gängige Erzählungen zumeist in den Mittelpunkt stellen. Die Motivation der deutschen Akteure zum Beispiel, die hier in Valparaíso und auch in der Hauptstadt Santiago die Elektrifizierung projektiert und umgesetzt haben, dies zu bauen und fortzufinanzieren, war definitiv nicht, einen Beitrag zur lokalen Entwicklung zu leisten. Wie es hier in Valparaíso nichtsdestotrotz immer mal wieder in teils positiv rassistisch unterlegten Heldengeschichten über die Deutschen und ihre tolle Technik Made in Germany ausgedrückt wird. Für die Deutsche Bank, die AG und Siemens und insbesondere für die Männer, die diese Unternehmen leiteten, war die Elektrifizierung einer Vielzahl von Städten weltweit ganz einfach ein sehr lukratives Geschäft. Und das Erbe der Elektropolis in Übersee ist damit nicht zuletzt auch ein Zeugnis des deutschen Wirtschaftsimperialismus zur Kaiserzeit und seiner kolonialistischen Ambitionen. Und damit komme ich zu meinem vierten Punkt, der Kolonialmetropole Berlin. Die Bildsprache der Elektropolis als Inbegriff einer neuen technischen Moderne hatte in ihrer technischen und funktionalen Nüchternheit ja eine ganz eigene Ästhetik, mit der sie sich auch deutlich von den, sagen wir mal, klassischen Metropolen Europas abhob. Ein genauerer Blick auf Details jedoch, hier mal im nächsten Bild, auf eine Sütterlin-Grafik für die Berliner Elektrizitätswerke von Ende des 19. Jahrhunderts, bringt immer mal wieder interessante Aspekte zum Vorschein, die aus heutiger, kritischer oder auch postkolonialer Perspektive besonders relevant sind oder sein sollten. Sie sehen hier bei Sütterlin, einem der ersten Grafiker der AEG, die rauchenden Schlote im Hintergrund als Teil einer idealisierten Berliner Stadtsilhouette. Aus heutiger Sicht ist es mittlerweile undenkbar, dass diese Dreckschleudern als Inbegriff der Moderne galten. Doch wie wir hier sehen, bekamen sie in künstlerischen Darstellungen als Zeichen von Fortschritt und Wachstum einen zentralen Platz zugewiesen.
Wie wir wissen, wurde das rohstoffarme Berlin auf dem märkischen Sand eines Urstromtals der letzten Eiszeit gebaut. Es verfügte kaum über eigene Rohstoffe. Brandenburg, wieder einmal Brandenburg, diente als Rohstofflager für die Materialien, aus denen die Stadt gebaut ist. Und ein Blick auf die Karte des Deutschen Reichs, hier unten links im Bild, verdeutlicht auch, wie die Elektropolis die Energiefrage löste. Das dynamische Wachstum der aufstrebenden Weltstadt im Zentrum des Reiches wurde mit Kohle aus dem Ruhrgebiet und vermutlich vor allem aus Schlesien befeuert. Es war ein geopolitischer Glücksfall für Berlin oder Absicht, dass diese Gebiete zum Zeitpunkt der Einigung des Reichs von 1871 und rechtzeitig vor Beginn der elektrischen Revolution ab 1880 zum eigenen Staatsgebiet gehörten. Es ist demzufolge auch kein Wunder, dass die fossile Logik des Berliner Energiemodells im Zuge des globalen Technologietransfers auch in andere Teile der Welt übertragen wurde. Oder zumindest wurde dies versucht. Und hier zeigt sich dann doch eine Besonderheit der chilenischen Steckdose, um nochmal den Titel meiner Diss aufzugreifen. Denn im Fall von Santiago und Valparaíso nahm der Technologietransfer eine für die AEG höchst unerwartete und unbequeme Wendung. Auch hier in Chile, wie in anderen Ländern und Städten der Welt, wollten die Berliner Akteure dasselbe technische Modell einführen, mit dem sie schon in Berlin erfolgreich waren. Die städtischen Akteure in Valparaíso und Santiago hingegen, über die aktuellen Entwicklungen in Europa immer bestens informiert, kannten bereits erfolgreiche Beispiele für die Gewinnung von Strom aus Wasserkraft in Norwegen und in der Schweiz. Länder, deren Topografie zudem mit der des eigenen Landes sehr vergleichbar ist. Darüber hinaus gab es selbst in Chile bereits ein erfolgreiches Wasserkraftprojekt. Schon 1897 war im Süden das Kraftwerk Chivilingo in Betrieb gegangen, das die Steinkohlenmühlen und die Bergbaustadt von Lota mit Strom versorgte. Die Pionierin der Wasserkraft in Chile damals war Isidora Goyenechea, hier im Bild, die als damals reichste Frau der Welt galt. Sie stand in engem persönlichen Kontakt mit Thomas Edison, der ihr Kraftwerk persönlich designt haben soll. Die beiden könnten sich auch in ihrem Haus in Paris, in der Rue Lothar, im schicken 16. Arrondissement getroffen haben. Aber das ist vermutlich eine andere Geschichte. In Santiago jedenfalls zog die Stadt letztlich sogar vor das nationale Gericht, um auf dem Bau eines Wasserkraftsystems durch die AEG Deutsche Bankgruppe zu bestehen. Und sie war damit erfolgreich und so kam es schließlich in den beiden wichtigsten Städten Chiles und das im weltweiten Vergleich erstaunlich früh, zum Bau von Wasserkraftsystemen durch die Berliner Herstellerfirmen. Auch diese Geschichte erzählen wir in unseren Blättern. Diese Art der Berliner Unternehmen und seine durchweg männlichen Mitarbeiter, die eigenen Vorstellungen von Moderne und Fortschritt über die von anderen zu stellen, war aus kulturhistorischer Sicht typisch für die Zeit und ist es mit nur wenigen Einschränkungen vermutlich bis heute. Deshalb kann man auch, finde ich, die Industrialisierungsprozesse, die mit der elektrischen Revolution ab 1880 in Berlin einen ihrer weltweit prominenten Anfänge nahmen, nicht behandeln, ohne einen breiteren Blick auf die zeitgenössische Stadtgesellschaft und die Denk- und Handlungsweisen ihrer Elite zu werfen. Dazu drei Beispiele. Am 15. November 1884 fand in der Berliner Reichskanzlei in der Wilhelmstraße 77, heute Haus Nummer 92, auf Einladung von Bismarck die Afrika-Konferenz statt, auf der ganz Afrika unter den europäischen Imperialmächten aufgeteilt wurde. Daran erinnert heute immerhin schon, ich weiß nicht genau seit wann, eine Gedenktafel vor Ort, erarbeitet vom Afrika-Forum e.V. Berlin. Zweites Beispiel. Drei Jahre später, also 1887, zog mit Arthur Gwinner, ein erfolgreicher Privatbankier und bis dahin deutscher Botschafter in Madrid, nach Berlin um, um sich am neuen Finanzplatz an der Spree, der zu dieser Zeit mit der traditionellen Bankenstadt Frankfurt am Main gleichzog, einen Namen zu machen. Ab 1893-94 als neuer Direktor der Deutschen Bank. Ausgestattet mit hervorragenden Französisch-, Spanisch- und Englischkenntnissen verantwortete er für die Deutsche Bank und ihre zahlreichen Tochter- und Betriebsgesellschaften unter anderem die elektrischen Geschäfte im spanischsprachigen Raum, von Spanien über Süd- bis Mittelamerika. Bei seinem Umzug nach Berlin buchstäblich mit im Gepäck hatte er die Kuppel aus der Torre de las Damas, ein Gebäude in der Alhambra, das er als junger Banker in Madrid gekauft hatte. In Berlin kam die Kuppel in seinem Privathaus in einem orientalischen Salon zur Anbringung, wie er der zeitgenössischen Mode und der gesellschaftlichen Elite
in der Kolonialmetropole Berlin entsprach. Heute befindet sich die Kuppel im Pergamonmuseum. Drittes Beispiel. Die Gewerbeausstellung im Treptower Park von 1897, die laut Presseverlautbarung der Zeit dazu diente, die Vielfalt und Güte der deutschen Industrie international anzupreisen und die als größer beschrieben wurde, als es die Pariser Weltausstellung einige Jahre zuvor gewesen sei. Auf das Gelände gelangte man unter anderem mittels einer kleinen elektrischen Straßenbahn, die die AEG als Pionierprojekt von Alt-Stralau aus unter der Spree durch in den Park gebaut hatte. Hier der kleine blaue Kringel oben. Und die, wenn ich mich richtig erinnere, Thorsten Damme weiß das ganz genau, auch als Test für den Bau der Berliner U-Bahn galt. Der aber fehlschlug, weil der Kaiser sich wohl beim Einsteigen mit der Pickelhaube am Türrahmen verfangen haben soll und dann dem konkurrierenden Siemens-Projekt den Vorzug gab. Irgendwie so war die Anekdote. Auch das weiß Thorsten Damme bestens zu berichten. Teil dieser Berliner Weltausstellung, die nicht so heißen durfte, war die Kolonialausstellung, zu der auch ein sogenanntes Negerdorf am Karpfenteich gehörte, inklusive Menschenzoo. Von den dafür aus dem heutigen Namibia angereisten Herero und Nama verstarben einige im kalten Berlin an Lungenentzündung. Andere kehrten zurück in ihre Heimat, wo sie wenige Jahre später den von den Deutschen verübten Völkermord erleben mussten. Zwar ist, wie ich finde, diese Geschichte noch bei weitem nicht in genügender Weise öffentlich aufgearbeitet, aber immerhin wird darüber in den letzten 10 Jahren mehr und mehr auch in den Medien berichtet. Das zeigt die nächste Folie. Das Thema bewegt sich also langsam, aber sicher aus der Wissenschaft auch in eine breitere Gesellschaft. Und ich finde natürlich, so gut kennen Sie mich vermutlich mittlerweile, dass diese kulturhistorische Orientierung in der Zeit auch in der Vermittlungsarbeit des industriellen Erbes der Stadt Berlin eine deutlich wichtigere Rolle spielen sollte, als es bisher der Fall ist. Bevor ich dann auch schon zum Schluss meines Vortrags komme, will ich als Punkt 5 noch einige Überlegungen mit Ihnen teilen, die mich hier in Valparaíso mit Blick in meine unmittelbare Umgebung und in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ständig beschäftigen. Gerade auch als Professorin für Geografie hier an der Uni und in der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Damit Sie dazu nicht weiter auf die traurigen Bilder schauen müssen, die von Menschenzoos und Völkermord erzählen, habe ich hier auch noch ein eher kämpferisches Foto aus Valparaíso vom Oktober letzten Jahres. Meine Stadt. Wir analysieren mit unseren Studierenden hier ja Semester für Semester online oder analog und im Feld die gesellschaftlichen Realitäten in Chile. Allem voran die brutale soziale Ungleichheit, deren Ausmaße sich man in den sozialen Wohlfahrtsstaaten westlicher Prägung einfach nicht vorstellen kann. Wobei ich mich dann häufig frage, ob vielleicht letzten Endes die starken Gewerkschaften in den europäischen Staaten trotz ihres so erfolgreichen Kampfs für mehr Lebensqualität innerhalb der eigenen nationalen Grenzen am Gesamtprojekt der Solidarität unter Menschen gescheitert sind. Vielleicht eine Frage für Stefan Berger. Wir studieren die neoliberale Logik dieses Staates hier, die seit 1980 in der Verfassung eingeschrieben ist und in den 30 Jahren seit der sogenannten Demokratisierung von 1990 unter der Regierung von Mitte-Links-Bündnissen sogar eine noch drastischere Zunahme der sozialen Ungleichheit bewirkt hat als in den letzten 10 Jahren der Diktatur. Chile ist ein Land, in dem per Gesetz der wirtschaftliche Fortschritt, Wachstum und Erfolg über den sozialen Interessen und ökologischen Bedürfnissen inklusive der Gesundheit der Bevölkerung steht, in dem alles Privatbesitz ist, selbst das Wasser in den Flüssen und die Fische im Meer, in dem die wenigen Umweltbestimmungen, die es gibt, ein schlechter Witz sind und in dem es strukturell unmöglich ist, vorausschauend und nachhaltig zu planen, in dem bestimmte Gebiete als sogenannte Opferzonen, so nach dem Sacrificio, großen Industrieunternehmen überlassen werden, damit sie hier nach eigenem Gutdünken schalten und walten können. In dem Allgemeinwohl generell ein Fremdwort ist, sich Individualismus und Konsumismus selbst unter kritischen Geistern breit gemacht haben und wo die politische Elite definitiv in einem anderen Universum lebt. Die Klimakatastrophe äußert sich seit Jahren durch immer krassere Trockenheit, eigentlich regnet es hier überhaupt nicht mehr, und die vielen Waldbrände lassen immer wieder auch bewohnte städtische Zonen in Flammen aufgehen, damit die Häuser hunderter
Menschen. Die Trockenheit wird dadurch noch verschlimmert, dass große Privatunternehmen etwa für den großflächigen Anbau von Avocados, die in Berliner Supermärkten verkauft werden, auch noch illegal Wasser aus den Flüssen abzweigen. Hinzu kommt eine massive Immobilienspekulation als Teil der privaten Rentenvorsorge. Kurz gesagt, es ist wirklich allerhöchste Zeit für eine neue Verfassung in Chile, die auch Umweltaspekte und die Rechte von Frauen, Kindern und indigenen Minderheiten adressiert. Aber es ist eben auch Zeit für einen anderen Diskurs auf globaler Ebene. Denn die Probleme hier sind ja nur symptomatisch für ein System, in dem Chile nur ein kleiner Teil ist. Auch wenn es 1973 sicherlich eine Pionierrolle darin übernommen hat. Und während ich all dies hier sage, weiß ich, dass das in durchschnittsdeutschen Ohren immer mal wieder klingen mag, als sei ich irgendwie ideologisch verbrämt. Es passiert ja immer wieder, in eine Ecke gestellt zu werden. In den USA wird man dann als Ultrakommunist beschimpft, in Chile werden venezolanische Verhältnisse befürchtet, in Deutschland gilt man als ewig Gestriger und wird auch gern mal gefragt, ob man eigentlich aus der D oder wahlweise auch aus dem Ruhrgebiet kommt. Es ist die Macht des Diskurses der Mächtigen, die hier zu ewigem Zweifel führt und auch zu Verzweiflung bei den Betroffenen darüber, dass gar nicht zugehört wird. Jedenfalls hat es gut getan, letztens das Ergebnis des Referendums hier zu sehen. 80%, die grundsätzliche Veränderung wollen, das ist deutlich. Und trotz all der genannten ganzen Krisen hier im Süden tut es gut, hier zu sein. Denn die Sprache hier ist deutlich und die Kritik am Modell des Extraktivismus, also der systematischen globalen Ausbeutung menschlicher und natürlicher Ressourcen, der im Übrigen nicht erst mit der sogenannten industriellen Revolution, sondern schon im Mittelalter begonnen hat, als das europäische Wirtschaftssystem begann, weltweit zu expandieren, wird von hier aus klarer und schärfer formuliert. Auch die Begriffe sind andere. Und das schlägt sich auch in den wissenschaftlichen Texten nieder. Im Spanischen etwa von Neoimperialismus und kapitalistischen Strukturen zu reden, ist heute Mainstream. Wir hatten bereits die Frage nach der postkapitalistischen Zukunft. Schön, dass es auch auf Deutsch mittlerweile existiert. Dass dies aber hier seit Jahren Thema ist, liegt sicherlich daran auch, dass die Not hier und der Druck einfach deutlich größer sind. Ich will dazu jetzt gar nicht noch viel mehr sagen, sondern habe stattdessen mal versucht, ein paar Bilder rauszusuchen, die das zum Ausdruck bringen. Die erste Karikatur kenne ich noch aus meiner Zeit von vor 30 Jahren als Mitglied der Dritten Welt AG an meiner Schule, im Ruhrgebiet übrigens. Die folgenden sind neueren Datums und auch das macht Hoffnung. Auch wenn der Sessel im globalen Norden immer noch sehr gemütlich ist. Obwohl die Realität langsam nicht mehr zu übersehen ist. Die globalen Zusammenhänge werden im nächsten Bild deutlich. Und aus der Angst, die hier plötzlich aufschreit, entstehen dann leider immer wieder alarmierende Wahrnehmungen, die viel zu kurzsichtig sind. Hier heißt es etwa Wirtschaftsflüchtlinge, wo es doch Klimaflüchtlinge heißen müsste. Ich will mit diesem kleinen Bilderritt mit einer chilenischen Karikatur beenden, die ich bei meinen Recherchen für die Doktorarbeit im Stadtarchiv in Valparaíso gefunden habe und die schon 1914 die Ausbeutung eines rohstoffreichen Landes im globalen Süden durch verschiedenste Akteure des Nordens thematisierte. Wir haben ja Kupfer, einen Inbegriff eines US-Amerikaners, das Salpeter mit einer Karikatur des typischen Engländers und in der Mitte den Stromsektor mit einem doch sehr bayerisch anmutenden dickeren Herren. Ich beende meinen Vortrag also mit einem Plädoyer für globale Verantwortung. Ich denke, es ist an der Zeit, nicht erst seit Klimakatastrophe und globaler Pandemie auch die unbequemeren Seiten und Kontexte der industriellen Prozesse in den Blick zu nehmen, die bisher viel zu häufig als reine Erfolgsgeschichten interpretiert und verkauft werden. Ich denke, dass wir auch als Industriekultur-Community deutlich machen müssen, dass wir Menschen alle eine globale Schicksalsgemeinschaft sind, die nur gemeinsam überleben kann. Und ich glaube, dass das noch ein wahnsinnig langer Weg ist, der auch vielleicht gar nicht gelingt,
der aber trotzdem notwendig ist. In unserem geteilten globalen industriellen Erbe steckt dabei ein Erkenntnis- und Vermittlungspotenzial, auf das wir mit Blick auf die Gestaltung einer besseren, und das heißt gerechteren, friedlicheren und nachhaltigeren Zukunft in einer globalen Gesellschaft nicht verzichten können. Wenn jetzt vielleicht einige Lust bekommen haben, über diese Themen weiter zu diskutieren, könnten wir das nicht nur hier auf dem Forum tun, sondern auch auf der nächsten Tiki-Weltkonferenz in Montreal, die nach derzeitigem Stand im August, September nächsten Jahres stattfinden wird und dezidiert sowohl positiv wie eben auch negativ konnotiertes Erbe in den Blick nimmt. Danke, Katharina. Dort organisiere ich mit Kolleginnen und Kollegen aus den verschiedenen Kontinenten eine Session über Reinterpreting Industrial Heritage from a Global Perspective. Noch bis Ende Dezember können über die Website des Kongresses Vorschläge für Paper eingereicht werden. Und damit beende ich den Vortrag, wie Katharina mir vielleicht auch zum Ausdruck geben möchte, mit diesem hektischen Bildwechsel zur letzten und vorletzten Folie. Herzlichen Dank an Sie alle für das Zuhören und ich freue mich auf den Austausch.